willkommen hier auf unserem Kanal. Wir haben eine Luchess, die werden wir auspacken. Das Mai 2018 Unboxing beginnt jetzt und wir haben natürlich auch das Begleitheft dabei. Das werden wir vorlesen, ganz klar. So, was haben wir hier alles? Einleitung, das Warten hat ein Ende, die neue Luchess ist endlich da und dieses Mal könnt ihr mit uns eine kleine Zeitreise erleben. Wir beginnen weit in der Vergangenheit mit der beliebten, es ist dunkelblau geschrieben, deswegen Atari-Spielekonsole von 1977 und enden brandaktuell bei den neuesten Kinofilmen im Mai 2018. Kinofilmen heißt das. Es ist dunkelblau, ist hier bei diesem Licht schlecht zu lesen, aber ist okay. Was geht's los? Ja, Looters watching us, Luchess auf Twitch. Coole Sache, ganz klar. Special Featured Game, God of War. Natürlich, kann ich auch mal kurz vorlesen. Kratos, ein Sohn des Zeus, hat eine beachtliche Vita vorzulegen. In 13 Jahren Spielgeschichte hat der Gott des Krieges und Geist Spartas sich einmal quer durch die griechische Mythologie geschlachtet. Sein Zorn und seine Chaosklingen sind bereits zahlreichen Schergen, Götter und Titanen zum Opfer gefallen. Doch in seinem neuesten Abenteuer muss sich wohl der schwierigsten Aufgabe von allen stellen, der schwierigsten Aufgabe aller Zeiten, nämlich seinen Sohn großziehen. Das ist wohl richtig. Dann gibt es natürlich noch Eigenwerbung für Luchess auf luchess.de. Ganz klar, wir beginnen mit dem ersten Part, mit dem Atari-Shirt. Ich lese es mal vor. Ich blende immer die ganzen Artikel oben ein, ne, links oben, ganz klar. Wenn wir hier jetzt auspacken auf dem Tisch rum, ihr wisst, na, einblenden. Dann gibt es noch ein paar E-Mail-Adressen, Web-Adressen natürlich. So, fangen wir an mit dem T-Shirt von Atari. Wer seine alte Atari 2600 Spielkonsole mal wieder vom Dachboden holen und alte Erinnerungen beim Spielen wecken möchte, braucht natürlich auch den originalen Atari Joystick. Damit du ihn nach der langen Zeit auch wieder voll in Betrieb nehmen kannst, haben wir dir den technischen Aufbau direkt mit in die Box gegeben. Genau, wir haben das T-Shirt und es zeigt die Blaupause eines Atari Joysticks von der Atari 2600 von der 2600. Na, wie man das immer aussprechen mag, es gibt ja zig verschiedene Varianten. Und das nächste ist genauso cool. Eine Tasse, ja, und zwar eine Megatasse. Hier haben wir morgens erstmal einen Kaffee, bevor der Tag starten kann. Für alle Morgenmuffel unter euch haben wir endlich eine geeignete Tasse gefunden. Unglaubliche 850 Milliliter passen in diesen gigantischen Krug. Mit Hulks Unterstützung schafft er sogar die unbeliebte Montagsmüdigkeit zu überwinden. Genau, der Hulk ist abgebildet. Ja, wir kennen ja alle Bruce Banner, ja, der nach seiner Gammastrahlen-Behandlung Behandlung, ja, zum Hulk wurde. Okay, das nächste ist auch cool. Und zwar, die ersten Sonntage haben wir dieses Jahr schon erlebt. Und so langsam kommt der Sommer auf uns zu. Damit du auch an den heißen Tag einen kühlen Kopf bewahrst, schicken wir dir 4 unserer Marvel-Helden zur Unterstützung direkt nach Hause. Nennen wir Iron Man, Hulk, Captain America und The Thing. Verpassen dir die nötige Abkühlung. Genau. 4 Superhelden, 8, wie sagt man dazu, Eiswürfelformen. 8 Eiswürfelformen, 4 Helden. Kann man nicht nur Eiswürfel drin machen, ich habe auch gelesen, da lassen sich auch Kekse drin backen, ja, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob das Material den Ofen aushält. Da sollte man vielleicht mal einen Selbstversuch starten, aber ich habe gelesen, dass es gehen soll. Ja, weiter geht's mit dem Keyring, dem Schlüsselanhänger, zwar von Star Wars. Es ist wieder soweit, ein neuer Star Wars Film über die Kinos. Solo, a Star Wars Story, nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit des jungen Schmugglers Han Solo. Damit du von Anfang an passend ausgestattet bist, haben wir einen von 5 galaktischen Schlüsselanhängern für dich. Schlüsselanhänger natürlich, ganz klar.
Und dazu gibt es zu sagen, den gibt es erst seit 2. Mai. Da kam der auf den Markt und zwar in Großbritannien. Besteht aus Gummi und ist wirklich brandneu, brandheiß. Coole Sache. So, ein Comic ist dabei. Das ist lustig. Und zwar geht es hier um Deadpool mal wieder, denn Deadpool, da kommt auch ein neuer Film in die Kinos, Deadpool 2 nämlich. Ich lese das mal hier vor. Auch Deadpool ist ab diesem Monat wieder voller Selbstironie, coolen Sprüchen und schwarzen Humor auf den Kinoleinwänden zu sehen. Und für jeden, der nicht genug von dem Comichelden bekommen kann, haben wir hier das komplette erste Kapitel von Deadpool Kills Cable. Und zwar, da muss man dazu sagen, Cable gehört jetzt zu den X-Men, ja, zu der X-Force, wenn ich mich daran erinnere, so eine Einheit aus 5 X-Men. Und Deadpool Kills Cable hört sich jetzt natürlich dramatisch an, aber die beiden sind richtig dicke miteinander, ja, das sind Kumpels und die versuchen sich mal gegenseitig zu killen, ja, das ist schon ganz witzig. Und Cable kommt auch in einem neuen Kinofilm vor. Ist quasi eine Leinwandpremiere. Der Charakter gab es, oder den Charakter gab es so noch nie in irgendeinem Film. Coole Sache. So, das nächste wäre Burger Gum. Da habe ich mir erst gedacht, wow, was ist denn das? Ne? Also wirklich, Fini stellt wirklich total seltsame Sachen her. Und das muss ich jetzt erstmal vorlesen. Du glaubst, du hast den besten Burger der Welt schon probiert, dann lass dich von diesem saftigen Lecker ein bisschen überraschen. Gefüllt mit einer Soße im Ketchup-Look wird er jede einzelne deiner Geschmacksknospen verzaubern. Ja, gibt es natürlich auch bei World of Sweets, ganz klar. Kommt aus Spanien ursprünglich. Ich habe Ketchup gelesen, habe gedacht, was? Ein Kaugummi und da ist eine Ketchup-Füllung drin. Mann, ist das eklig. Aber es ist Erdbeere. Ja, es ist Erdbeere. Das macht das Ganze auf jeden Fall schon mal viel cooler. Ja, also Erdbeere wäre schon ziemlich krass, muss ich sagen. Habe ich mir da noch irgendwas aufgeschrieben? Ich schreibe mir ganz gerne noch nebenbei ein paar Sachen auf, aber ich denke, ich habe alles durch soweit. Genau, dann das Loot Chest Special Plus habe ich nicht. Ja, da ist schon wieder was Geiles dabei, nämlich Funko. Funko von Overwatch, die steht gar nicht dabei, was es ist, ne? Ne, auf jeden Fall diese, ja, ist eine Figur. Schade eigentlich, haben wir nicht. Und hier geht's weiter. Genau. Ivans Weg, der Shadowrun-Roman, geht in die nächste Runde. Kann man hier weiterlesen, wer möchte. Ich bin jetzt zwar schon ein Shadowrun-Fan, habe ich ja beim letzten Mal, denke ich, schon mal gesagt, allerdings nicht von den ganzen europäischen Zonen, sondern eher halt die amerikanische. Das finde ich viel spannender. Und was haben wir hier noch? Batman Metal, der Aufstieg der dunklen Ritter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist das DC Mega Event des Jahres von Scott Snyder und Greg Capullo. Batman und die Helden der Justice League stoßen auf das Geheimnis des dunklen Multiversums. Okay, und das ist ein Comic, Batman Metal. Habe ich auch noch nicht gehört, ne? Erhält sich am Bahnhofskiosk unter Comic Shop oder unter paninicomics.de. Okay, cool Sache. Und hier hinten drauf Werbung. Okay, das war's eigentlich schon wieder. Ja, coole Sachen in der Box, muss ich echt sagen. T-Shirt, echt fett. Comic, fett. Und die Tasse natürlich auch ganz klar 850 Milliliter. Das ist schon der Hammer. Okay, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.